Hallo und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn Folge Schlag mich tot. Es sind so viele, da habe ich schon gar keinen Überblick mehr. Und ich bin gerade hier, als ich hierher teleportiert bin, bin ich in einen wunderschönen Kampf hineingestolpert. Das ist ein echtes, das ist echt schön. Bei den Beinen ist die Maschine sicher so schnell, wie sie laut ist. Ich sollte... Hä? Oh. Ach so, ich wollte gerade aus dem Schleichmodus heraus und habe dabei auf meine manuelle Speicherung gedrückt, weil ich hier am Lagerfeuer stehe. Und jetzt schmiert mir das ganze System ab. Nein, natürlich nicht. Wir speichern mitten im Kampf. Warum auch nicht? Was soll denn schon großartig passieren? Vorsichtig sein. Okay. Oi, oi, oi. Wurde getroffen. Ah, verdammt. Jawohl. Geil, so, jetzt hier. Ich krieg wirklich keinen Schaden mehr. Bin ich jetzt unsterblich oder sowas? Oh. Oh nein, jetzt kriege ich Schaden. Oh, oh, ich blinke rot. Rot blinken ist, glaube ich, nicht so gut. Wo kommt er denn jetzt her? Okay, so. Alles, was ich brauche, ist das hier. Verdammt. Oder auch nicht. Okay, ich habe die Taktik für diese Penner schon wieder völlig vergessen. Aua. Tut mir doch nicht weh. Okay. So, was ist das denn? Ah, so ein Hühnchen. Agigal. Klatschen und klatschen und wer braucht noch was? Du hast wohl noch nicht genug. Okay. Das hat mir gefallen. Wow. Junge, Junge. Wie viel habe ich hier von selbst gekillt? Das wird zu schwer. Okay, jetzt habe ich aber wenigstens auch erfahren, dass ich nicht unsterblich bin. Diese Rüstung verliert ihren Schutz nach einer Weile. Das ist okay. Ach, und jetzt kommt ihr. Oh, wie schön. Ihr drei habt euch um diesen einen Wächter gekümmert. Das hat's ja wohl gebracht. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht.
Einen von uns hat vielleicht erwischt. Ja. Sei froh, dass nur einer war. Wenn ich nicht gekommen wäre, würdet ihr alle im Staub liegen. Und Sand fressen. Hier hat's einen erwischt. Und da hat's auch einen erwischt. Mehr kann ich nicht tragen. Was ist denn da noch drin? Zünder. Was? Wofür brauche ich eigentlich Zünder nochmal? Moment, nein, falsch, stopp, so. Für die Strompfeile. Ja, die benutze ich so selten, weil so nicht alle Viecher haben Schwäche gegen Strom. Und ansonsten brauche ich keinen Zünder. Also Zünder ist wirklich ein Material, was man eigentlich gar nicht braucht. Oder so gut wie gar nicht, sagen wir mal so. Ich habe aber auch jetzt nicht wirklich was, was ich wegwerfen kann. Ach ja, doch, komm. Das da kann weg. Todbringer Linse. Hm, ja, pff, keine Ahnung. So. Nehme ich jetzt den Zünder mit. Ich bin einfach zu schreckhaft. Schisser. Allein die Schandkarte. Oh ja. Hier, schöne dicke Wumme, so muss es sein. So liebe ich Horizon. Alter Schwede, ey. Da kommen sie schon, da kommen sie schon. Ich sehe es doch. Boah, scheiße. Was ist das? Boah, damn it. Wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was ich meine. Oh oh. Meine Kanone! Warte, aber hier lag noch eine zweite. Ja, fit die mal schnell in diesem Chaos. Okay, schnell. Hallo! Und tschüss. Wo sind sie denn? Oh, ich finde das cool. Oh, so eine dicke Wumme. Wo sind denn die ganzen Kadaver? Gegen so eine große Maschine habe ich keine Chance. Mann, was sind denn das für feige Gänse? Kommt doch mal her. Ich tue euch nichts. Wenn ich das Ding nur in der Hand halte, haben sie sicher keine Angst. Ich brauche Munition. So. Okay.
Was ist das für ein komisches Piepen? Jetzt ist es weg. Wächterlinse, oh Gott. Oh, sehr schön. Einen neuen Text. Delgard über FZ. Interview. Delgard spricht über Fa-Zenit ein bisschen. 28. Februar 2061. Oswald Delgard. Hört nie auf zu lächeln. Vor dem letzten Monat war das dänische Technikwunderkind hauptsächlich als Schöpfer und Geschäftsführer von All Seeing Holo bekannt, dem beliebtesten Holofilm-Sharing-Dienst der Welt. Aber in den letzten Wochen ist Delgard zum Gesicht von Fa-Zenit geworden, dem selbsternannten futuristischen Konsortium, das für die Wiederbelebung des Odyssey-Kolonieschiff-Projekts verantwortlich ist. Oswald scheint als Sprecher für ein geheimnisvolles, für eine geheimnisvolle Gruppe von Milliardären eine ungewöhnliche Wahl zu sein, aber vielleicht ist gerade das der Punkt. Er hat wache Augen, sieht trotz seiner schmalen Statur gut aus und ist grenzenlos begeisterungsfähig. Als ich für unser Interview in den All-Seeing-Büros eintreffe, blickt er über meine Schulter, als ob ein Holo-Kamerateam hinter mir erscheinen müsste. Das wird also als Text veröffentlicht, als Artikel. Er spricht ein nahezu akzentfreies Englisch, ich nicke und sein Lächeln wird tatsächlich noch breiter. Das ist einfach unglaublich, echt super bizarr, gefällt mir. Oswalds Miene wirkt zwar unglaublich offen und einladend, aber die Organisation, deren Sprecher er ist, ist alles andere als das. Bis zum heutigen Tag ist er das einzig öffentlich bekannte Mitglied von Fa-Zenit, einer Organisation aus angeblich 77 der reichsten Menschen der Welt. So macht es mehr Spaß, finden Sie nicht? Fragt Oswald. Das Geheimnisvolle, es ist, wie sagt man hier, wie Bühnenkunst. Fa-Zenit ist genauso sehr Performancekunst wie ein funktionierendes, zukunftsorientiertes Unterfangen. Obwohl es das auch ist. Ich kann Ihnen versichern, dass nichts Schlechtes dahinter steckt. Wir wollen nur nicht das Erbe der Menschheit hinter den Grenzen dieses Sonnensystems verbreiten, sondern die Welt auch ein bisschen mehr sexy machen, schätze ich. Interessanter. Fa-Zenit ist Wissenschaft und Transzendenz, aber es ist auch Mode, Rock'n'Roll, verstehen Sie? Nein, tue ich nicht, aber das sage ich Oswald nicht. Stattdessen stelle ich ihm eine Frage, die vielen Leuten durch den Kopf geht, seit Fa-Zenit das unfertige Kolonieschiff gekauft hat. Wenn die USA, China, Indien, Japan und das westeuropäische Bündnis es gemeinsam nicht geschafft haben, die Odyssey fertigzustellen, was bringt Fa-Zenit dazu zu glauben, dass sie es könnten? Ach, sagt er, das wird sie jetzt umhauen, sehr aufregend. Wir haben kein Interesse daran, einer sterbenden Welt zu entfliehen. Für uns ist es kein Akt der Panik oder ein adrenalingesteuertes Überlebensreflex. Die Odyssey wird unter der Verantwortung von Fa-Zenit kein Rückzug werden, sondern ein Triumph. Und deswegen werden wir Erfolg haben. Deshalb haben wir bereits Erfolg, würde ich sagen. Oswald macht es einem schwer, klare Antworten zu erhalten. Seine Antworten sind wahre Wortlabyrinthe, aber sein Tonfall und seine Körpersprache führen dazu, dass man sie trotzdem als geradlinig empfindet. Wie viel davon aufgesetzt ist und was nicht, ist mir doch egal. Okay. Ich habe alle Fähigkeiten gekauft. Digi digi ding. Wunderbar. Wundergeil. So, und was ist jetzt der Ziel des Spiels? Ich bin fertig aufgelevelt. Ich komme hier raus. Feuerbrühlrücken? Ja. Wo liegen denn jetzt überall die Kadaver herum? Achso, das ist auch.
Ach so, Wächterlinse kann ich ja wieder nicht mitnehmen. Okay, so. Mein eigentliches Ziel war aber das da irgendwo hinten. Ey, was soll das denn? Die habe ich doch gerade erledigt. Das ist... Es vergehen hier keine 10 Sekunden. Geh darüber. Ohne dass die Gegner nicht sofort wieder da sind. Das ist... Das macht doch überhaupt keinen Spaß. Also für einige wenige Minuten könnten sie diese Viecher doch einfach mal weglassen. Wenn ich sie gerade erst besiegt habe. Wie komme ich denn da hin? Oh Gott, da muss ich außen rumlaufen. Eieiei, so, was haben wir da hinten? Behemoths, ne? Ach, scheiße, wie war das nochmal mit die BM-Mods? Wie viele? Ist das nur einer? Nein, das kann ich nicht glauben. Ist bestimmt noch ein zweiter da. Da hinten, genau, da läuft noch ein BM-Mod. Okay, Schwäche? Der Körper hat Schwäche Feuer. Herstellen. Ich habe doch diese Fallen, genau. Sprengfalle. Das ist doch Feuer, oder? Aber ist auch so ein schönes Feuersymbol. Das ist das einfach nur eine normale Bombe. Muss ich gucken, ob die... Sind die immun gegen Blitz? Ja, die sind immun gegen Blitz. Alles klar. Aber nicht gegen Feuer und bla. Gut, dann lege ich mal ein paar Bomben. Das wird eine schöne Überraschung. Ja. Okay. Ich habe ja eh so viele. Ich kann ruhig mal ein paar von diesen Bomben verbrauchen. So. Okay. Alles klar. So. Okay. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht selbst in meine eigenen Bomben latsche. Ja, genau, komm schon, du dummes Ding, du. Boah, geil. So, habe ich es dir gegeben. Boah, Hilfe. Mann. Was ist denn hier? Ich kann nichts sehen. Wo bin ich? Hilfe, ich sehe gar nichts. Ich habe ein echtes Problem. Boah. Okay, das ist ein bisschen viel. Ah, Hilfe! Warum? Warum werde ich zu ihm hingezogen, wenn er mich wegtritt? Was soll das denn bitte? Und du auch noch? Hey, ich glaub's aber. Ey, Leute. Wirklich?
Da waren noch plus zwei Behemoths. Da kommen die mir gleich hier mit so einem ganzen Rudel an Breitköpfen. Okay, okay. Das ist der Angeknackste? Oh, scheiße, wer ist... Nicht schon wieder. Okay, so. Oh, schnell. Nein, meine Zeit läuft ab. Mich nicht. Ja, das stimmt.
Ich bin schon eine wahnsinnig coole Sau. Puh. Zwei Behemoths. Ich bin ganz ehrlich, ohne diese Rüstung, no way. No way, hätte ich nie geschafft. Doch das Schlimmste ist, die armen Kakteen. Sieht ein Kaktus von innen wirklich so aus? Sieht ja fast aus wie ein Baum. Junge, Junge, Alter, guck dir an, wie viel Munition ich verschossen habe. Das ist auch nicht gerade wenig. Ich habe schon zu viel dabei. Was? Du lügst mich an? Ach so, Kühlsaft. Naja, gut, okay. Den brauche ich wirklich nicht so. So, das ist bloß der Breitkopf da hinten. Ja, schön, aber ich habe jetzt auch mal die Bomben benutzt. Es gibt, das ist ein bisschen das Problem, es gibt ja einfach so viele Sachen, so viele Möglichkeiten und ich kann gar nicht an alle denken. Es gibt 100.000 verschiedene Waffen mit Elementen und 30 Milliarden Bögen und jeder kann was anderes und Fallen und Stolperdrähte. Stimmt, Stolperdrähte, die habe ich auch schon so lange nicht mehr benutzt. Oh, Matrutana brauche ich leider nicht mehr. Okay. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Zünder, sehr schön. Ein bisschen Heilkraut. Ja, gut. Jetzt lass mich mal kurz hier, genau. Alle verdorbenen Zonen sind erledigt. Ich liebe diese grünen Haken. Die ganzen Jagdgebiete habe ich noch. Langhälse habe ich auch alle. Banditenlager habe ich alle. Hammer und Stahl. Rede mit Petra. Okay, Heilers Eid. Wo muss ich da hin? Ah, okay, das ist aber gar nicht so weit weg. Ist ja gar kein Problem. Aber ich mache trotzdem Schnellreise. Ist einfacher und, wie es halt auch schon im Namen drin steht, schneller.
Bist du Galif? Der Heiler? Ich wollte den Tag damit verbringen, auf das Land meines Exils zu starren und mir leid zu tun. Doch du bist nicht aus Sonnenfall. Könnte interessant sein. Ich komme aus der Zeltstadt dort. Ein Mädchen ist krank. Ihr Bruder hat mir von dir... Die Antwort ist nein. Was? Nein, ich habe keine Medizin übrig und schon gar keine Zeit. Meine Vorräte sind schon fast verbraucht. Verbraucht wie die dreckigen Lumpen, die als Verbände dienen. Warum hilfst du nicht? Sieh's mal aus meiner Perspektive. Das Wenige, was ich habe, wird eingeschmuggelt. Das ist teuer. Der größte Teil davon geht an das Militär. Und dann ist da natürlich die Zitadelle. Helis Falken nehmen öfter ein böses Ende. Der Rest ist für die Adligen, die mich gut für meine Dienste bezahlen können. Sieh's mal aus meiner Perspektive. Ein Mädchen ist krank. Ich glaube, uns trennen unüberwindbare ideologische Hindernisse. Warum sollte ich dich nicht einfach zwingen? Es würde Aufmerksamkeit erregen. Und du willst doch dem einzigen Heiler, der sich mit Schattenkaja einlässt, nichts tun, was? Wir kennen uns kaum, aber doch, es reizt mich. Klär das mit der Zitadelle. Sie entscheiden, wer lebt oder stirbt. Nichts, was du tust, ist so schlimm wie die Bestrafung, wenn ich Vorräte an ein Zeltmädchen verschwende. Du bist das letzte Heiler. Gegen ein Gewissen gibt es keine Heilung, aber inzwischen bin ich ziemlich immun dagegen. Und doch, wenn dir so viel an diesem einen Mädchen liegt, machen wir einen Deal. Meine Wohltätigkeit für ein Donnerkieferherz. Das ist keine Wohltätigkeit. Aber es ist ein Deal. Ich wäre wieder flüssig. Eine Zeit lang. Diese Teile sind nicht gerade leicht zu bekommen. Zufällig haust ein Donnerkiefer im Tal der Omen, nordwestlich von hier. Ich weiß das, weil ich seine zahlreichen Opfer zusammenflicken muss. Ausreißer meistens. Wenn ich das tue, dann nicht für dich. Oh, ich erwarte gar nicht, dass du's tust. Doch ich gehe nachher zur Zitadelle zurück. Ein Donnerkiefer, ist das sein verkackter Ernst? Ein Donnerkiefer. Oh. Der Wind. Das ist doch bestimmt eine Falle von ihm, oder? Hier muss es sein. Der Donnerkiefer sollte nicht so schwer zu finden sein. Ich hoffe nur, ich sehe ihn, bevor er mich sieht. Ja, auf jeden Fall, weil ich ihn ja schon da sehe. Oh, verdammt. Ein Koloss. Okay, wie war nochmal die Strategie? Einfach alles erstmal runterschießen. Wo ist er hin? Oh oh, entdeckt.
habe ich ihn denn die Knarre runtergeschossen? Der hat doch irgendwelche Dinger verloren. So, und jetzt gute Nacht, Schwester. Es klatscht. Ohne die richtige Munition bringt das nichts. Ah, scheiße. Aber er hatte zwei davon. Wo habe ich die zweite? Naja. Okay, jetzt brennt er. Aber wo ist sein zweiter... seine zweite Knarre? Die muss doch hier irgendwo rumliegen. Da ist sie. Okay. So. Das wird gehen. Oh yeah. Donnerkiefer, oh nein. Absolut kein Platz dafür. Du verarschst mich doch. Oh Gott, dieses Inventar. Okay. Ja gut, scheiß auf das Geld. Geld ist wirklich überflüssig. Oh, aber eine Linse. Ich kann auch die Linse nicht liegen lassen. Okay, ich muss noch was ergeben. Was ist das hier? Graserherz. Weg damit. Puh. Okay, das war... Alter, der hat mir ganz schön Echo-Pfeile gekostet.
Ach so, Traum, Moskitos, das hatten wir doch schon. Was ist denn da los? Warum flimmert das so? Wo muss ich jetzt hin? Ach so, dahin. Verräter Kopfgeld, rede mit Vanasha. Ja, aber dafür muss ich doch jetzt, glaube ich, diese Kleidung hier anziehen. Sonst kann ich da ja gar nicht mehr hin. Oder ich muss alle Schattenkaja erledigen. Durch Kiesel lutschen weniger wird. Aber ich habe den hier schon seit heute Morgen im Mund und... Wir müssen Bahabas vertrauen. Diese Fremden sind Idioten. Aber vielleicht ganz nützlich. Und die Rüstung sieht gar nicht mal so scheiße aus. Ich hätte nie gedacht, dass Uthid uns so im Stich lassen würde. Das Essen ist von der Königswitwe Nasadi, Kinder. Ihre Hoheit hilft sehr gerne. Denn die Zeiten sind hart. Esst, aber bringt auch eurer Familie was, falls ihr eine habt. Ich habe viel von dir gehört. Reitet Maschinen, toller Speer, hübsche Sommersprossen. Du sollst sogar ein Gewissen haben. Wie außergewöhnlich. Wer bist du? Du gehörst offensichtlich nicht zu den Schattenkaja. Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass ich ein Flüstern der Vernunft in diesem Loch des Wahnsinns bin. Ich kenne das Gefühl. Das glaube ich dir. Und Uthid ebenso. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schattenkaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht. Und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen. Wenn du magst. Hör auf, mir auszuweichen und sag mir, wer du bist. Ich soll damit aufhören? Das ist, als ob ich mit dem Nettsein aufhören soll. Es ist unmöglich. Aber ich mag dich. Also verrate ich dir was. Ich habe Freunde in Meridian, denen ich ab und zu gerne einen Gefallen tue. Uthid könnte ihnen nützen, wenn er überlebt. Woher weißt du, dass Uthid unschuldig ist? Ich bin gut bei Ermittlungen. Er teilt sein Essen mit Waisenkindern und bestraft jeden persönlich, der Alten oder Kranken etwas tut. Der Gedanke, dass er versucht haben soll, Itamen zu töten, ist lächerlich. Er muss etwas entdeckt haben, das die Priesterschaft blamieren kann. Sonst würde Bahavas nicht wagen, den Tod eines solchen Mannes zu fordern. Warum sollte er am Grünsteig sein? Er weiß, dass er verfolgt wird. Also braucht er ein Versteck, das er sehr gut kennt und verteidigen kann. Er hat in diesen Bergen einst ganz allein eine Banditenbande abgewehrt. Ich glaube, dass er sich an bekanntes Terrain halten wird. Ich tue für Uthid, was ich kann. Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Such nach 3 toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. Würde ich die Arbeit der Fremden gern übernehmen.
Ich hab dein Maschinenteil. Deal ist Deal. Sieh nach dem Mädchen und es ist deins. Bei meinem Eid. Doch sag mir, wenn das Mädchen überlebt, wie sieht seine Zukunft aus? Besser als gar keine Zukunft zu haben. Ein erfrischender Satz. Los, tun wir das schnell. Güte hält sich so schlecht in der Hitze. Oh, diese Hitze. Es ist so schwül, dass man die Luft schneiden kann. Du bist es. Sei gegrüßt. Hier ist jemand für deine Schwester. Wie hast du... Womit haben wir das verdient? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Sonst zieht ein Schatten vorbei und es ist weg. Kluger Junge. Er wird sich jetzt um sie kümmern. Nicht wahr? Wenn man mich nicht weiterhin ablenkt, ja. Profikiller schleichen hier rum und suchen nur nach Treulosigkeit. Das Ganze macht mir Angst. Das haben wir nicht verdient. Wir haben uns unseren... Wie heißt sie? Mein Onkel ist in der Nacht verstorben. Dabei ging es ihm gestern. Angeblich sollen Leute in der Nacht verschwinden. Hier gibt's nur die besten Waren, sie selbst! Okay, so, verkaufen. Hier, bam. Alles weg. Okay, ein Honeycomb, hau weg den Zünder. So, Draht hebe ich mal ein bisschen mehr auf, weil den brauche ich doch durchaus hin und wieder. Lohe. Okay, was habe ich hier? Oh Gott, Wichterlinsen. Wächterherz habe ich auch so viel. Läuferherz. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, alles klar. So, wo geht's lang, Meister? Ja, natürlich. Einmal um die Welt und zurück. Verräterkopfgeld, das möchte ich eigentlich machen. Zu den drei toten Bäumen. Drei tote Bäume, wie Vanasha gesagt hat. Mal sehen, ob Uthid hier durchgekommen ist.
Diese Spuren führen den Hügel hinauf. Da muss der Grünsteig sein. Ständiges Rüstungswechseln. Die Fußspuren enden hier. Jetzt wird geklettert. Okay, geschafft. Wohin bist du gegangen, Uthet? Essensreste. Ich wette, Uthet hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm jemand folgt. Er muss weitergegangen sein. Ich muss ihn einholen. Eine tote Maschine. Uthet hat gejagt. Alles Nützliche wurde entfernt. Uthet hat Teile gesammelt, vermutlich für Munition. Oh, Glitzer habe ich da. Auf der Suche nach Essbarem. Okay, zurück. Wohin ist er von hier aus gegangen? Uthet hat einen Verwüster erlegt.
Keine einfache Beute, aber die Teile sind es wert. Ja, wo? Woher weißt du das? Oh, da. Kümmert euch wieder um euren Kram. Ja, genau. Lasst mich mal hier in Ruhe sammeln. Wo ist denn der? Ich hab doch drei Vögel runtergeholt. Das war. Hier ist einer. Zwei. Wo ist denn der dritte? Achso, der dritte war der hier, oder? Gut. Tote Wächter. Noch mehr Teile für Uthets Vorrat. Der nächste ist ein Treffer. Uthed? So jung und Kopfgeldjäger? Oder ich bin alt geworden? Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthed. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist ein guter. Das war's mir dann wert. Keine Tricks. Nur reden. Na gut. Rede. Ich will wissen, was in Sonnenfall passiert ist. Die ganze Wahrheit. Na gut. Wochenlang sind in der Zeltstadt täglich Leute gestorben. Immer friedlich im Schlaf. Die Alten, die Kranken, manchmal die Jungen, die nicht mehr kämpfen konnten. Es war wie eine Auslese. Wer sollte sowas tun? Man dachte an einen Fluch, einen bösen Geist. Aber es war nur ein Mann mit lautlosem Gift. Schließlich konnten wir ihn erwischen. Wir brachten ihn zu Bahavas, er sollte richten. Der Hohepriester Bahavas? Er hat das Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja, er dankte mir für meinen Eifer und ließ den Schurken wieder laufen. Weißt du, er hatte die Morde befohlen. Dann waren wir dran. Ich hätte meinen Männern in den Tod folgen sollen. 20 Jahre für die Sonne. Wofür? Bosheit und Mord. Von wegen Ehre. Opfer. Wahre Opfer. Die Priester und Herrscher gar nicht kennen. Alles nur ein Witz. Was Ehre angeht, wirken die Sonnenkaja glaubwürdig. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber glaubwürdig. Diese Karja beraubten dein Land. Jedes Land, das wir erreichten. Es war Sonnenwille. Ich tat, was man mir sagte. Andere Schlimmeres. Aber als ihr Hauptmann... Uthed, das ist jetzt egal. Ich kann dich nicht freisprechen. Aber die Karja verändern sich. Das kannst du auch. Vielleicht. Awad begreift nicht, was die Sonne von ihren Soldaten verlangt. Vielleicht versteht er es zu gut. Du klingst wie der tadellose Marat. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Aber was hat dich zu den Schattenkaja geführt? Warum warst du da? Wegen Itamen natürlich. Er war der wahre Sonnenkönig. Itamen ist noch ein Kind. Ein unverdorbenes Gefäß. Ich dachte, er wäre rein. Doch sie benutzten ihn und unseren Glauben. Ich weiß das jetzt. Kein Schatten in der Mittagssonne. Bahavas musste mich gar nicht schlecht machen. Ich tat es selbst, indem ich diesem Thron diente. Ich habe jemanden getroffen, der dir helfen will. Eine Frau namens Vanasha.
Aber zuerst müssen wir hier weg. Was bist du? Siehst aus wie ein Jäger, befiehlst aber wie ein Soldat, der schon. Söldner, ob sie mich auch alle für unschuldig halten. Du hättest nicht herkommen sollen, Kaja. Die Berge gehören uns. Kikuks Killern. Wenn wir mit dir fertig sind, ist nichts von dir übrig. Du hast deine Spuren nicht gut verwischt. Als würdest du mit großem Knall abtreten wollen. Dir entgeht nicht viel. So, meine Lieben. Das war's. Das ist das Ende für diese Folge von Horizon zumindest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein paar Däumchen da. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.